Servus Community! Ja, heute schauen wir uns an, was uns am Tagturm erwartet. Grundsätzlich wollen wir ja die Rache der Tochter abschließen. Das heißt, es geht da ja darum, dass wir da mal den Hauptmann finden. Ja, und dann schauen wir, was hier für Nebenquests gibt für uns. Und wir werden mal schauen, was da alles gibt. Scheinbar gibt es auch diese blaue Quest hier. Du sprachst von Schwierigkeiten in den Manuvern. Wir beginnen gleich einmal damit. War ich so laut? Meine Ohren leiden wohl langsam durch all die Langbeinkämpfe. Aber es ist wahr. Ich war gerade im Schnitt. Auf der Suche nach besseren Teilen und mehr Scherben. Und du hast dort nichts gekriegt? Nicht, wenn die Banuk ständig über neue Maschinen und sprechende Geister jammern. Da kauft keiner was. Eine Handelsroute ohne Handel ist nur eine Route. Es gibt neue Maschinen und Geister? Also ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Bei der Menge an Banuk-Beerdigung sollte man sich eher davon fernhalten. Das liegt mir nicht so. Ach, wenn du in mein Alter kommst, dann räumst du auch lieber im Sonnenreich hinter Jägern auf. Ist wärmer dort. Was genau ist der Schnitt? Als die Kaja im Krieg den Rand des Banuk-Landes verwüsteten, hinterließen sie den Schnitt. Also ein Schlachtfeld des Krieges. So wie das Tal vor dem Heiligen Land. Mhm. Ein Gebirgspass weitet dorthin. Fremde können da hinein. Sehr zäh, so wie du. Ja, erwarte bloß keine Begrüßung. Vor allem nicht jetzt. Handelsroute. Bleiben die Banuk nicht unter sich? Wir Osseram und die Banuk sind immerhin Nachbarn. Ein paar Gebirgspässe ändern das nicht. Ich habe ein paar Bekannte dort draußen, die sich immer noch durch das Eis graben, aber es läuft nicht gerade gut. Der ganze Aberglauben und die Maschinen machen es nicht besser. Neue Maschinen und Geister? Klingt spannend. Die Antwort habe ich erwartet. Aber ich habe dich gewarnt. Es gibt einen Pfad durch die nordöstlichen Berge. Er liegt hinter dem Grabhort. Leicht zu finden. Auf der anderen Seite ist sowas wie eine Stadt. Vielleicht entscheidest du dich dort noch um. Vielleicht. Vielleicht nicht. Danke für die Information. So. Auf in die eisige Wildnis. Das ist definitiv, wie ich schon erwartet habe, das Add-on. Frozen Wild. Das heißt, das ist da hinten das Gebiet. Ja, genau. Das Ganze ist allerdings... ja, eine Sache mit Stufe 30. Das heißt, Frozen Wilds, das Add-on, werden wir entweder im Anschluss spielen, wenn wir die Hauptquest-Reihe fertig gespielt haben, oder ein eigenes Let's Play machen. Das muss ich mir noch überlegen, da werden wir noch schauen. Jetzt kümmern wir uns um die Nebenquests, Hauptquests, um die ganzen Banditenlagern und, und. Also wir haben genug zu tun und danach werden wir dann entscheiden, wie es weitergeht und in welcher Form ihr euch dann das Add-on ansehen könnt. So, dann machen wir mal weiter. So, da haben wir eine Nebenquest. Lass dir diese Waren nicht entgehen. Hauptmann Balan, ich möchte etwas fragen. Erstens nach einer Nora-Frau, die hier vielleicht durchgekommen ist. Und zweitens nach dem Weg nach Meridian. Was erwartet mich auf dem Weg? Tja, hier war auf jeden Fall eine Nora. Das vergesse ich nicht. Es gab einen Vorfall. Und was dich auf dem Weg erwartet? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lag hier befahl den Rückzug.
und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeug etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakir sagt, man muss immer Meldung machen und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Das ist dir peinlich. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Valid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Es gab einen Vorfall mit Nakoa. Die Nora? Ja, einen Vorfall. Versuchter Mord. Präfekt Said kann dir mehr dazu sagen. Du findest ihn beim Hauptturm, die Treppe hoch. Warte. Said ist hier? Der Mörder ist er. Und Folterer. Hör mal, ich weiß, was dein Volk über ihn sagt, aber er schwört, dass es eine Verwechslung ist. Wenn ein Schatten in ihm ist, habe ich es nie bemerkt. Und die Geduld, die er mit dieser Nakoa hatte, war beeindruckend. Sprich mit ihm. Vielleicht weiß er, wo sie ist. Und bitte versuche ihn nicht anzugreifen. Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avad hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. Ist ein Osseram namens Olin hier gewesen? Zweimal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Ja, dort wollen wir auch hin. Aber vorher werden wir dich noch fragen. Wollen alles wissen. Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Avad sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Avad will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht. Beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach... Tja. Während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Wie ist es im Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Avad, der neue König, hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Osseram. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne. Und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht, kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut. Bei König Avad, nur im Notfall. Gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein, Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Klingt nach einem besonnenen Herrscher. Die Kaja sind mit den Osseram verbündet? Kaum zu glauben, aber wahr. Sonnenkönig Jiran brachte viel Leid über sie. Avad konnte sie auf seine Seite ziehen. Er hatte Hilfe, ja klar. Ersa und Erend halfen ihm. Osseram-Geschwister, legendär. Sie befreiten Meridian. Ich war dabei, sicherte mit meinen Männern am Nordfels den Tempel der Sonne, vertrieb Jirans Falken und Priester. Jetzt sieht man Osseram häufig in der Stadt. Und hört sie auch. Sie streiten wirklich viel. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar, aber nicht so dankbar wie Valid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Dann schauen wir mal auf der Map. Ja, so weit ist das gar nicht weg. Das werden wir natürlich davor machen, bevor wir mit Said reden. Vorher wollte ich aber noch zu einem Händler schauen. Kaum zu glauben.
So. Weil ein neuer Bogen wäre, glaube ich, auch nicht so übel. Ah. Das gefällt mir gut. Schatten-Scharfschussbogen, Schattenjägerbogen mit 3 Modifikationen. Sehr gut. Die werden wir sich zulegen. Wir sehen jetzt an Erzhammer. Leider können wir den nicht kaufen, weil da könnte man gleich den zweiten Bogen auch tauschen. Aber warte mal, vielleicht können wir so viel verkaufen. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Dürfen wir nicht. Das weiß ich noch nicht. Ich muss ja mal kurz rausgehen und die Modifikationen anbringen. Schon zum dritten Mal in dieser Woche. Ich würde mir echt gerne den anderen Bogen kaufen. Wir müssen nur aufpassen, nicht, dass wir dann gar nichts mehr haben. Ungewöhnlich. Speerschaden. Wir können den Speer noch gar nicht sockeln. Aber 10. Das ist blöd. Ah, jetzt lassen wir dabei. Ich habe immer noch nicht gefunden, was ich suche. So, jetzt schauen wir mal, was da ist mit den Leuten von denen. Wie gesagt, das Gespräch mit Said. Mit dem Folterer werden wir erst nachher machen. Hier draußen weiß der Schnee ganz schön. Jetzt machen wir mal diese Nebenaufgabe. Interessiert mich echt, was mit diesen Leuten passiert ist und warum der... Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Vielleicht kriegen wir genug Scherben zusammen, um den anderen Bogen zu kaufen. Mal schauen. Immer überall schon voll. Grundsätzlich sollte man auf jeden Fall ein bisschen was killen, alleine schon wegen den Materialien. Machen wir es vor.
Wo kommst du her? Mann, oh Mann, wo hat sich der versteckt? Ich hab doch runtergeschossen. Ja, genau, und wie ich da auch noch. Schau gleich mal, ob wir da sie irgendwo hinstellen können. Oh nein. Kann uns der umbringt da. Hey. Pfeile sind gut. Da hinten war der wahrscheinlich. Ja, müssen wir den machen. Allein schon. Wegen die Metallscherben. Haben wir schon im Level einiges aufgestiegen, aber der ist auch. Ich komme auch nicht weg von denen. Alter! Ja. So. Und das war eine knappe Geschichte und wir haben echt viel Zeug verbraucht. Naja, schauen wir mal. Hält sich. Lassen wir jetzt in Ruhe, weil die Wächter da unten dem fürchte mich. Der schnellste Weg nach unten. Was haben wir da schon wieder? Hier müssen die Maschinen auf Hauptmann. Na klar. War ja klar, dass das hier jetzt noch rumläuft. Thank you.
Hey! Das Ding ist echt ein Hammer. Natürlich haust du dich runter, ist klar. Und du haust das ganze Haus noch kaputt. Diese Dinger. Super. Kann mir hier mein Fokus weiterhelfen? Ja. Eine der Kaja ist hier gefallen. Die anderen haben sich zurückgezogen. Aber wohin? So, ich hoffe mal, wir bleiben jetzt verschont von Sägezähne. Echt der Hammer. Dieser Kaja ist weit beim ersten Kampf gefallen. Wenigstens ein schneller Tod. Blut. Hier hat eine Maschine etwas ins Wasser gezerrt. Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. Ja, na gut. Dann schwimmen wir halt darüber. Das? Vorsicht vor der Maschine. Na super. Das sieht nicht freundlich aus. Auf keinen Fall. So. Okay, da ist er an Land gekommen und dann... Nehme ich für unterwegs mit. Bei der Sonne, bei der Sonne. Was ist das? Gesang? Ich gab dem Biest den Rest. Dann verpasste ich das Fest. Ich langte ins Bierfass ohne Unterlass. Ich war nicht mal ganz blau und kriegte doch keine Frau. Bei der Sonne, erfülle mich mit Wonne.
Ist das Tor versperrt, ist mein Leben nicht mehr wo ist der? Sie mich dann und meine Scheiße. Leiche. Ich will wieder nach Hause. Ach da! Super! Bei der Sonne! Ja, halt schon! Nicht, dass man mich findet. Und schon gar nicht deine Nora. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wäre tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden. Ah. Wie ein Gefangener. Gut, dann geh doch allein. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul. Er hat meine Rüstung und meinen Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Ohne meine Waffe kann ich nicht zurück. Finde den Bogen, bitte. Ich hole ihn, aber bitte, sing nicht mehr. Schnappmaul auch noch drin, super. Auf der anderen Seite. Ich dachte schon, hier werde ich nie mehr los. Dinge kann er echt schwimmen. Kommen Sie. Was ist alles? Mörder viel Moni. Wir können da gar nicht mehr viel herstellen. Naja. Das geht ganz schön schnell. Bringen wir einen Opernsänger seinen Bogen zurück. Und ich hoffe, dann lasst er uns in Ruhe. Ich finde den Typen echt unsympathisch. Helfen lassen, aber gegen Nora was haben. Hier ist dein Bogen. Dann viel Glück. Danke, ich wollte nicht in der Fremde sterben, wie meine Männer. Möge die Sonne mit ihnen sein. Jetzt auf einmal. Aber wir sind ja nicht nachtragend.
So, ach, cool. Ah, Stufe 20, das machen wir noch nicht. Jetzt wieder retour zum Tagturm gehen. Wir haben ja noch immer die Rache der Tochter. Und da sollen wir ja mit Said reden, genau. Scherbentechnisch haben wir, glaube ich, nicht so viel, wie ich gehofft habe. 600 würden wir brauchen. Naja, irgendwann werden wir sicher zusammenbekommen und können uns auch den Bogen kaufen. Das Siegerzahn. Alter! Was für ein Gebiet! Deswegen die ganzen toten Maschinen. Für mich. Und ein Wächter. Mensch. Aber Wächter könnte ich eigentlich übernehmen, ne? Komm, kämpf für mich. Ab. Wenn du schon so blöd schaust, musst du sterben. So, da schauen wir jetzt irgendwie dann mal vorbeikommen. Jetzt keiner mehr da ist. Jetzt jagen sie mich. Was? Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen.
Schauen wir mal, was der Said, der Folterradar, wirklich noch zu sagen hat. Sollen die Leute im Sonnenfall hungern? Warum greift König Awad nicht an und erledigt sie? Ich arbeite den ganzen Tag. Ihr seid Said. Und du eine Nora. Deinem Tonfall nach hast du schon von mir gehört. Ich kann dich beruhigen. In deinem Stamm kursieren ja wohl wilde Gerüchte über mich. Aber die Nora verwechseln mich mit jemandem. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Aber der Nebel des Krieges stiftet oft Verwirrung. Leider wollen einige diesen Fehler nicht einsehen. So war es auch bei der letzten Nora, die hier vorbeikam. Die letzte Nora, die hier vorbeikam? Ihr meint Nakor? Heißt sie so? Naja, es war eine unglückliche Situation. Sie griff mich am helllichten Tag an. Hätte einer meiner Männer sie nicht bemerkt, wäre es übel für mich ausgegangen. Aber was wir konnten sie rechtzeitig überwältigen. Wäre. Was habt ihr mit ihr gemacht? Gehen lassen, natürlich. Sie dachte offensichtlich, ich sei für unsägliche Dinge verantwortlich. In gewissem Sinne war ihre Tat also gerechtfertigt. Ich erklärte ihr ihren Irrtum und schickte sie dann weiter. Leider hat sie mir offenbar nicht geglaubt. Wo ist Nakoa jetzt? Das weiß ich nicht genau. Als sie ging, tobte sie, sie würde mich irgendwie zu Fall bringen. Allerdings hat die Garnison vom einsamen Fels berichtet, eine junge Frau sei von Banditen entführt worden. Vielleicht war sie's. Ihr bestreitet eure Beteiligung an den roten Raubzügen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich war an diesen Operationen beteiligt, allerdings nur ganz am Rande. Aber all dieser Unsinn über Folter und Mord, das war ich nicht. Die verwechseln mich mit einem anderen Hauptmann. Einige Kameraden haben zweifellos Schlimmes getan. Doch Sonnenkönig Awad bemüht sich, solche Brutalität zu beenden. Sie waren ausgesprochen hilfsbereit, Präfekt Said. Keine Ursache. Der Sonnenkönig möchte sich mit deinem Volk versöhnen. Und ich bin sein demütiger Diener. Ich werde dem am einsamen Fels auf den Grund gehen. Verlasst euch drauf. Ja, tu das. Und falls es unseren Männern an Hilfsbereitschaft mangelt, bitte, lass es mich wissen. Osserer-Mädchen hat sich neulich bei der Stadtwache beworben. Und ein dreckiger Lügner bist du. Oh, meine armen Füße. Ich kann ihm nicht trauen, nicht nach Jans Erzählungen, aber diese Garnison ist meine einzige Spur. Ich habe letzte Nacht zwei Da ist der einsame Fels, da unten ist Meridian. Da gibt es dazwischen noch einen Haufen. Puh. Das schaut aus wie eine Brutstätte vielleicht sogar. Interessant. Na gut, liebe Leute. Wie es mit Nakoa ausschaut und wie ihr Schicksal ausschaut, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Taurus, aka Erwin.